Das ist Baseball Buck. Baseball Buck wollte schon immer Baseball spielen. Er wollte ein Meister in der Liga werden. Doch leider war Baseball Buck ziemlich schlecht und auch nicht so schlau. Und deswegen konnte Baseball Buck niemals sein Ziel erreichen. Doch als die Bomben fielen, konnte er die Chance wittern. Denn es war, als wenn es ein Next-Gen-Update geben würde für die Welt. In dieser Welt würde es keine Baseballspiele mehr geben. Und das war seine Chance. So packte er, nachdem die Bomben gefallen sind und seine Familie, naja, gestorben ist, das interessiert eigentlich keinen, seinen Baseballschläger, seinen treuen Baseballschläger, den er auf keinen Fall von irgendeiner Leiche bei Diamond City gefunden hat, und zog in die Welt hinaus, um dieses Next-Gen zu finden. Denn er war noch immer ein sehr schlechter Baseballspieler und deswegen fiel es ihm schwer, wirklich in der Welt, auch in der postapokalyptischen Welt, herzukommen. Was bedeutete, er brauchte dieses Upgrade, um wirklich sein Ziel zu erreichen. Denn er musste Hilfe bekommen. Er musste, sagen wir mal, etwas haben, was Baseballs abschießen konnte. Und zwar so, dass auch ein Baseball-Bug sein Ziel, Meister der Baseball-Liga zu werden, erreichen konnte. Und vielleicht hatte Todd Howard uns das ja tatsächlich ins Spiel gebracht. Und vielleicht finden wir auch für Baseball Buck eine Option, ein Meister zu werden. Doch zunächst musste sich Baseball Buck einer traurigen Realität stellen. Die postapokalyptische Welt war kein Ort für Baseballspieler. Und zwar nicht, weil es keine Teams mehr gab, sondern weil einfach jeder dich umbringen wollte. Und wenn du nicht gut Baseball spielen kannst, also auch keinen guten Schwung hast, dann hast du es recht schwer in dieser Welt. Und das musste Baseball Buck in verschiedenen Gelegenheiten erfahren. Einige Erfahrungen später stehen wir endlich vor der Tür der Erlösung mit Zugang zum Next Gen. Wenn Schweine fliegen können, ist unsere Mission und wir werden mit unserem Baseballschläger und nur minimalen Einsatz von Pistolen oder anderen Waffen, damit ich nicht völlig durchdrehe, diese Mission erfüllen. Denn wenn auch Schweine fliegen können, dann wird auch Baseball Buck, der dümmste in der Schule, der langsamste im Geiste und im Körper, auch zu einem absoluten Meister des Baseballs werden. Auch wenn es die postapokalyptische Variante des Baseballs ist. Nämlich Menschen den Schädel einschlagen, einschießen und ihre ragdollenden Körper durch die Gegend fliegen zu sehen. Nichts wird Baseball Buck dabei aufhalten. Naja, außer vielleicht random Geschütze, die mir einfach komplett auf die Nerven gehen und den Baseball Buck in seiner Mission ständig behindern. Deswegen sie meistens mit der Pistole ausgelöscht werden müssen, denn ich glaube, Baseballspieler hatten den größten Nemesis in diesen Geschützen. Deswegen machen wir jetzt Sneaky Buck. Und Sneaky Buck lässt sich von so einem Geschütz nicht hinters Licht führen. Das heißt, das war der letzte Tod. Versprochen? Bevor Sneaky Buck seine Mission weiterführen konnte, kam es zu einem unglaublichen, frevelhaften, blasphemischen Treffen mit einem Basketball und einem Basketballkorb. Welche Menschen spielen Basketball? Das ist keine Sportart. Baseball Buck war außer sich. Man konnte es nicht sehen in seinen Emotionen, in seinen Bewegungen auch nicht und gar nicht in seinen Gedanken, denn die sahen immer nur so aus. Aber trotzdem, er war außer sich. Deswegen suchte er sich ein neues Opfer, um seine unglaubliche Trefferchance von 2% anzuwenden und vielleicht sogar wirklich einmal in seinem Leben einen vollen Home Run zu schlagen. Wie ihr sehen könnt, es war recht erfolgreich. Aber sein Nemesis war wieder da. Es war wieder aufgetaucht. Das Geschütz. Diesmal würde er nicht Kleinbein geben. Er würde kämpfen, nicht untergehen und stark bleiben. Naja, und ein wenig fliegen. Doch ein Baseball-Bug lässt sich nicht lange aufhalten. Wir mussten diese Schweine zu fliegen bringen. Denn nur wenn diese Schweine fliegen, konnten wir Baseball-Stars werden. Und deswegen kämpften wir wacker, tapfer und ohne Gnade. Und damit erreichten wir das Unmögliche. It's time to start! Wir besiegten die Handlanger von Marvin, um einen Schritt näher an die fliegenden Schweine und damit unsere Erlösung zu kommen. Denn dann würden wir nie wieder Erfahrungen machen. Wir würden nie wieder scheitern. Wir würden Baseball spielen um unser Leben. Wir würden Home Runs schießen wie niemals zuvor. Wie keiner jemals zuvor, würde ich sogar behaupten. Schon deswegen, weil man einen Home Run nicht mal schießen kann, sondern nur schlagen kann. Aber das ist kleinkariert. Wir werden triumphieren. Mit Marvins Notiz
halten wir damit den ersten Schritt zum Next-Gen-Update in der Hand. Wir können jetzt Marvin finden und das wird sicherlich ein leichtes, denn wir sind Baseball Buck und wir werden die Welt mit unserem Talent beeindrucken. Sicheren Schrittes und keine Furcht in den Augen bewegen wir uns auf Marvin zu. Der soll da oben in diesem Gebäude seine fiesen Machenschaften treiben. Ja, was könnte schon schief gehen? Kein Problem. Oh, was zum... Ah! Nach diesem weiteren Erfahrungswert sind die Minen komischerweise weg. Ja, wie würde Todd Howard nochmal sagen? Just works. It's not, I'm not kidding. Im Tal auf weitere Minen vorbereitet, wird uns das natürlich nicht noch einmal passieren und deswegen springe ich in ein paar Sekunden weiter, einfach nur, um das Video nicht zu lang zu machen. Ohne weitere Zwischenfälle kommen wir also oben an und stellen uns Marvel und seinen Lakai. Und der erste Lakai geht ohne Probleme down. Das wird also sehr leicht. Im zweiten Versuch wendet Baseball Buck eine bewährte Strategie an. Schlagt den Gegner, bis er sich selber in den Tode stürzt und seinen Lakai gleich noch mit. Und damit haben wir es geschafft. Wir haben Marvin tatsächlich beseitigt. Das kann man sehr gut erkennen an diesem schönen grünen Fleck unten. Das heißt, seine Leiche liegt unten zerfletscht und zerplatscht auf dem Boden, so wie sich das gehört. Und damit haben wir es geschafft. Wir haben die Pläne für uns erobert. In der Ecke finden wir das Heiligste des Heiligen. Ein Baseballschläger, eine Baseballgranate und einen Baseballhandschuh. Ein Zeichen der Götter? Von Todd Howard? Vom Next-Gen-Patch? Wir wissen es noch nicht. Doch solche kleinen Gesten zeigen uns die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit einer Welt, die zwar durch Atombomben, durch Menschenhand zerstört worden ist und doch rein und gütig ist in all seinen Gaben und seinen Geschenken, die sie für uns Menschen, für uns Lebewesen bereithält. Denn es gibt nichts Schlechtes auf diesem Planeten, auch wenn wir den Planeten so gut wie zerstört haben. Nach einer vollkommen angemessenen Menge von Erfahrungen konnte Sneaky Buck die Gegner mit einem riesigen, gigantischen, offenen Kampf und unglaublichen Manövern besiegen, die auf keinen Fall auf irgendwelche Mechaniken basieren, die das Spiel brechen, irgendwie verwirren und die KI in ihrer Dummheit in irgendeiner Weise ausnutzen. Ein gezielter, kritischer Treffer bringt auch diesen miesen, dreckigen, kleinen, ich meine, dem lieben Mann mit dem Baseballwerfer das Ende. Und da lag es vor uns im Dreck neben der Leiche des miesepetrigen Marvin Lakaien, der Baseballwerfer. Die Erlösung für Baseball Buck. So konnte er in der Meisterliga spielen. So konnte er ganz balanciert gegen Gegner kämpfen, die er sonst niemals besiegen könnte. Die Bälle, die der Werfer verschoss, waren derart konstruiert, dass sie für immer hielten. Man konnte sie immer aufheben. Und das war auch gar nicht nervig, jedes Mal in diesem uralten Spiel E zu drücken, um einen einzelnen Ball aufzuheben. Und das hunderte Male. Das macht richtig viel Spaß. Der Baseballwerfer ist eine kleine Minigun, die Bälle verschießt wie sonst was. Kann mir übrigens jemand mal sagen, wie man Baseball auf Deutsch übersetzt? Ich glaube, das gibt es gar nicht, oder? Ich habe das jetzt schon mehrmals versucht und immer wieder scheitere ich daran. Na egal, zurück zum Thema. Ihr könnt hier bei Sux oder Sucks, die Sachen nochmal kaufen, wenn ihr zum Beispiel diese Waffe verliert. Das heißt, unser Baseball-Bug könnte sich da einmal Nachschub holen. Außerdem können wir, wenn wir Glück haben, manchmal Leichen von Marvins Lakaien finden, die von Sucks umgebracht worden sind. Und da finden wir dann auch manchmal ein paar hundert Bälle. Baseball-Bug wurde also neu geboren, als Meister des Baseballs mit seinem Baseballwerfer. Und diese Skills, diese Fähigkeiten mussten jetzt unter Beweis gestellt werden, denn nur ein wahrer Baseballspieler kann diese Herausforderung auf so niedrigem Level meistern. Es geht ab nach Lexington. Auf dem Weg dahin machte er ein paar ordentliche Aufwärmübungen, so wie es sich für einen Meistersportler gehört. Denn unser Körper ist nun mal unser Geld, unsere Macht. Und den müssen wir stellen und auch immer gut pflegen, damit wir auch wirklich mit unserem Baseballwerfer und unserem gestellten Körper Lexington und die Corvega-Fertigungsanlage besiegen können. In der tiefsten Nacht kommt Baseball Buck in Lexington an. Und was ihn erwartet, ist eine Hölle voller Geschütze, Power Armor, Ghouls und ganz vielen Raidern. Aber genau das wollten wir. Auf Level 3 stürzen wir uns hinein in dieses Abenteuer, um unsere Macht mit unserem neuen Baseballwerf, mit unseren neu erworbenen Skills zu testen. Da standen wir vor unserem Ziel. Die Corvega-Fertigungsanlage als große erste Herausforderung
für Baseball Buck. Es war keine gigantische Herausforderung, aber es war eine Herausforderung seiner würdig. Und wir wollen mal sehen, wie das gelaufen ist. Nach nur ganz, ganz wenig unangenehmen Erfahrungen sind wir also in der Fertigungsanlage. Und jetzt können wir richtig loslegen, denn auf engen Raum ohne blöde Geländer sollte dieser Werfer Baseball Buck an die Spitze treiben. Surprise, motherfucker! Da war er wieder, der alte Gegner, alte Nemesis von Baseball Buck. Doch diesmal mit dem Werfer würde er sich nicht unterjochen lassen, sondern würde seinen Feind Auge im Auge treffen und zerstören. Ohne Pistole, nur mit der Macht des Baseballs. Das war schon ein Sieg für sich. Damit schien die Mission schon erfüllt zu sein. Leichen pflasterten seinen Weg. Unglaubliche Homeruns hatte er erzielt. Unglaubliche Kopftreffer. Es war einfach ein Fest für Baseball Buck. Diese apokalyptische Welt war sein Traum. And again, it just works. Nett. Und damit konnte Baseball Buck allen beweisen, dass er ein wahrer Baseballspieler war. War ein postapokalyptischer Baseballspieler, aber mit seinem Next-Gen-Update ein verdammt guter Baseballspieler. Denn diese Waffe ist verdammt imbar. Wenn ihr mehr von Baseball Buck sehen wollt, lasst den Kommentar Home Run unter dem Video da. Ein Like und ein Abo würde mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns beim nächsten Home Run.